Erkunde die Insel. Ich erkunde erstmal was anderes, sorry. Ich sehe im OBS den Ausschlag und der gefällt mir gar nicht. Wenn die reden. Vor allem, wenn du redest. Das ist teilweise so laut. Ja, es ist einfach so. Mach alles mal so ein bisschen runter nochmal. Wow, mein innerer Monk, ne? 62, 62, 63. Ach, Da kriege ich schon wieder die Krise. Ja, nochmal rennen. Hey, ach so. Kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet. Ich habe einen Geheimschuh gefunden. Hältst du das für möglich? Nein. So, im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Finden, heiraten kannst, aber das rettet uns Schuh nicht. Hat. Arbeitet man. Weiß ich andersrum? Ja, aber heutzutage ist es oh, ja. Ballert, da war noch was. Ja. Als ob mir das nicht, als ob mir das entgehen würde. Eine Glücksmünze. Das heißt, wenn wir fertig können, können wir zu Penny gehen, oder? Naja, ist wie halt der Film, ne? Wenn der Fährmann zweimal klingelt. Draußen bleiben. Nee. Das steht doch da. Bitte eintreten. Steht eindeutig da. Also gut, mach mal. Achso, hier, so. Jetzt muss ich mich erstmal an den Tastenzeugs da gewöhnen. Immer schön A drücken, hat er gesagt. Immer schön A drücken. Und da kann ich nicht hoch, weil hier kann ich besser hoch. Aber weil ich neugierig bin. Nein. Ob was blinkt? A drücken. Warum sagt ihr auf einmal wieder was auf Englisch? Ist auch so Neudeutsch, oder? Nee, ich glaube, es ist einfach nur geschuldet, dass das Spiel nur ein Jahr Entwicklungszeit hatte. Hm? Das ist so nicht wahr. Wir haben nicht zwei Teams. Das ist wie bei Call of Duty. Einer bringt das der Entwickler raus und im nächsten Jahr dann der andere. So haben sie immer 2 Jahre Zeit. Aber da war nichts, ne? Macht's jetzt nicht unbedingt besser, wenn die nach 2 Jahren solche Fehler nicht bemerken. Nee, ist doch hip, die Spiele auf Englisch zu spielen. Ist doch immer viel besser. Grundsätzlich. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Hey, wieso? Ich will da lang. Okay. Dann gehen wir nicht da lang, okay. Oh, ich sehe, dass du balancieren wirst müssen. Ach, balancieren, schmalancieren. Halt bitte nicht runter und stirb, ja? Schön ausschwenken. Mach das mal. Naja, ich schwenk dich. Deine Sorge rührt mich. Ich weiß gar nicht, was ich da schwenken soll. Warum soll ich denn schwenken? Weil sie einfach als Schwenken anfängt. Du musst zurückschwenken. Ich mach grad gar nichts. Ich laufe. Oh, deswegen. Ah, ich wollte es mal probieren. Fall ja nicht aufs Gesicht. Ja, war wirklich so. Lieber so, als wenn es wirklich drauf ankommt. Ich teste es ja vorher immer ein bisschen aus. Ich habe zwar immer noch nicht so ganz kapiert, wann ich da entgegenschwenken muss, aber gut. Ich akzeptiere es einfach. Naja, guck einfach sie an. Wenn sie nach links schwenkt, dann tust du nach rechts. Und wenn sie nach rechts, dann nach links. Immer das Gegenteil von dem, was sie macht. Wenn sie ja sagt, dann heißt es nein. Ich mache einfach links, rechts, links, rechts. Ganz schnell. Hat auch gewirkt. Ich bin ein Zauberer. Spiel verwirrt, ja. Ja, genau. Ich lasse ihn einfach drüber. Das macht keinen Sinn. Oh, warte mal. Ich weiß. Ich dachte auch, dass da was war, aber ist nichts. Kannst du Feuerzeug... Hat die auch ein Feuerzeug? Nee. Hoch? Die hat gar kein Inventar. Digital? Nein! Aber da ist was. Das Inventar ist leer. Das Inventar ist leer. Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber... Was liegt am anderen Ende? Das werden wir noch herausfinden. Haben die eine Privateisenbahn oder was ist das? Das ist keine Eisenbahn, das ist ein Lift. Quasi.
So eine Art Gebirgslift hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, die Technik ist wahrscheinlich nicht anders wie bei einer Eisenbahn, oder? Da oben ist dann der Endgondel. Das ist quasi so eine Rolllift für mehr Personen. Hä? Warum betet die? Ach so. Warum betet die? Ja, sein könnte, dass irgendwie... Letztes Testament zu schreiben. Hätte ja sein können, dass irgendwie eine bestimmte Uhrzeit auf einmal ist und dass die spontan beten muss. Ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Leben wie heißt der Kollege da beim Koran, der immer... Meine Frau ist... Der Muhadidin oder so, oder? Sie starb. Mr. Dumet, ist das eine echte Palme? Ich habe nach unten gedrückt. Was hätte ich jetzt drücken müssen? Ich glaube nicht. Moment, das ist, welche Taste hätte ich jetzt drücken sollen? Dann müssen wir nochmal drüber reden. Nicht aufgepasst. Also ich dachte jetzt, das war das Steuerkreuz. Okay, wir werden es rausfinden, wenn es um Leben und Tod geht. Die Panik wird uns helfen. Das ist aber keine, Architektur, die für jedermann und jede Frau zugänglich ist, ne? Auch naja, egal welcher Lebenslage. Ich glaube, man sollte da auch nicht so da langlaufen. Kann ich da durchkrabbeln? Guck mal, die ist nicht so agil. Kann sieht ein bisschen verkogelt aus, oder? Da rein? Oder einfach nur verschwinden? Okay, wenn es hier verschlossen ist, dann will ich doch da rein. Aber ich drück nochmal alle Knöpfchen da hinten. Lauf! Nein, nee, warte mal, hier ist die Lücke. Lauf! Nein, ich drück, ich mach, ich tu, aber sie macht nichts. Irgendwie hoch? Nee. Aber normalerweise ist doch die, wie heißt sie noch gleich da? Deine Partnerin ist doch eigentlich die, die einbrechen kann, oder? Ja, aber ich kann ja nicht wechseln. Wie soll ich denn da wechseln? Ja, ich weiß. Warte mal, da hinten, da rechts, da ist doch hier Vogelkacke oben. Das ist doch ja, immer noch ein Hinweis. Das habe ich doch schon gesehen. Mal kurz. Ja gut, wenn wir wahrscheinlich da außen rum müssen, ne? Hüpf! Das ist die bekannte Lara Croft Vogelkacke. Sie weiß den Weg. Lau! Ja, ich hab schon. Ich weiß. Mann, also, du denkst auch, ich bin blind. Nein, ich kann es doch nicht aufheben. So wie du mich unterstützt, unterstütze ich dich auch. Ja, klasse, weißt du, ein totes Eichhörnchen. Ja, da war ein dicken Schwanz, so. Kann ich es anfassen? Nein. Was mich mehr irritiert ist, habe ich jetzt gerade gesehen. Guck mal die Gratspuren an, links, rechts, daneben. Ich glaube nicht, dass es vom Eichhörnchen stammt. Hm. Unten rechts sind auch noch welche gewesen, ja. Ja, das war nur die Miezekatze. Die Miezekatze. Die haben halt hier eine sehr effiziente Katze. Also, ne? Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Aber mega schönes natürliches Licht. Mittelmeerkreuzfahrt 21. Also letztes Jahr? Oder wie? Ach nee. Oder 1921. Oder? Anscheinend hat Dumet eine Familie. Nein. Nee. Nein. Wir legen es fein säuberlich wieder genau an diese. Oh, da war noch was. Vogelbeobachtung. Ein Beobachter-Guide über die Vögel der britischen Inseln. Kann nichts damit machen oder was? Ich sehe auch nichts. Also. Ich drücke RT, ich drücke irgendwas. Nö, geht nichts. Da sind nur ein paar Vögelbilder drauf. Vogelbild, Entschuldigung. Ein paar Vögelbilder. Hm. So. Das wäre was anderes beobachtet. Ja, auf dem Stuhl hat nur geschlafen, der geht's gut. Alles in Ordnung. Jetzt lass mich ran, das ist wieder so eine Tür, die jetzt aufgeht. Als ob!
Das ist schon die zweite Tür. Das ist doch so ein Bullshit. Oder sie ist einfach nur zu dämlich, zu raffen, wie eine Tür von außen aufgeht. Naja, vielleicht ist ja draußen wirklich nur so ein Knauf gewesen, der halt einfach nicht aufgeht. Okay. Kann ja schon gewollt sein. Will ich jetzt sehen. Du sagst aber einen Knauf. Alles okay? Dachte, ich hätte was gesehen. Siehst du, oder? Ah! Alle. Einen dicken, fetten Nein! Bleib da drauf jetzt. Ist aber leider weggerannt. Nee, ist auch eine Klinge. Ja, aber auch die, vielleicht ist die einfach ausgeleiert oder so. Ja. Ausgeleierter Griff, alles klar. Waren schon so viele da? Haben wir da runter? Entschuldigung, ich muss immer alles ausprobieren. Klettern. Aber da war doch auch noch was, oder? Da. Achso, da kann ich dann da rein. Geh mal weg. Ich dachte, du wolltest noch unten? Ja, geht nicht. Glitscht immer weg. Ave Marie. Achso. Die wollte doch gerade was sagen. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Gut, haben wir das Thema auch geklärt. So, da ist wieder ein Hütchen. Aha. Ich sag ja, irgendwann ist da mal was in diesen Ecken. Die zweite Münze. Es steht 2-1. Super, du hast ja auch mehr Spielzeit bisher. Oh, die hat einen Ring am Finger. Also, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber... du weißt auch, was ich auf hinaus möchte? Der Ringsammler vom Anfang? Hat sie einen Ring da von da gekauft vielleicht? Nein, das meine ich nicht, aber das ist ein Sammelobjekt. Das heißt, wir werden ihn wiedersehen. Also. Der hat doch die Dinger dann gesammelt als und ausgestellt. Das heißt, als, er ist sozusagen der Herr der Ringe. Ja, genau. Moment, da müssen wir... Sauron. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Also er heißt ab sofort Sauron. Sauron Pastewka. Sauron Pastewka. Mittelnamen Basti. Sauron Basti Pastewka. Da kann man wahrscheinlich nichts machen. Nee. Sieht aber sehr einladend aus mit dem Gitter, was nach oben führt. Da hat was geblinkelt. Ja, ich weiß. Eine einseitige Tür, alles klar. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Warum muss ich denn jetzt wieder Rätselspaß machen? Bevor ich da was angucke und geschweige denn anfasse. Das ist eine Leiter. Kannst du nicht bedienen, ne? Doch. Ah, doch. Ich hab schon gedacht, das ist vielleicht eine Leiter, die einfach nur von der anderen Seite zu besteigen ist. Da oben, da blinkert was. Wirklich? Wir können auch da runterspringen. Ist das die dritte Münze? Dann habe ich Angst, wie viele Münzen es in dem Spiel gibt. Als ob! Tatsächlich. Wie viele Münzen gibt es in dem Spiel? Wir brauchen einen Geldbeutel. Da steht es aber 8 schon. Jetzt haben wir einen Wert von 8. Ach so. Ja, jetzt, ich will's wissen, komm. Vielleicht ist ja der Ausgang im Endeffekt diesmal nur abhängig davon, wie viele Münzen man findet. Das kann natürlich auch sein. Wehe! Du verarscht mich doch! Was sind das für Türen, die haben? Must be something around here. Also, jetzt mal ganz ehrlich, die verarschen uns, oder? Ventiltüren lassen nur durch eine Richtung durch. Da ist auch noch kein Strom drauf, aber komm, wir machen mal. Ja, was denn? Achso. Ja, ziehen! RT und runter, oder? Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Vielleicht. Ich will aber den Rätselspaß nicht machen. Ja gut, wir machen den Rätselspaß. Ein Schalterrätsel. Jamie, kriegst du das hin? Oh! Ich muss Rätselspaß machen! Du machst Rätselspaß! Oh! Ja, was habe ich da? Universalmessgerät. Jamie kann das Universalmessgerät verwenden, um Sicherheitskästen zu reparieren.
Ja gut, es sieht ja recht einfach aus, ne? Was muss ich jetzt überhaupt machen? Es steht doch da. Halt, nee. Halt, mach doch wieder aus. Also links, erst links, oder? Oh Gott, die Steuerung. Die Steuerung. Das ist, guck mal, wie... Ja, die ist ein bisschen verkrampft. Wie 1980 das ausschaut. Die ist ein bisschen verkrampft, die ist aufgeregt. Hallo? Nein, links habe ich gedrückt. Stopp mal. Irgendwas passt doch nicht, oder? Ja, mach doch mal. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht. Kaputt. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab eine Idee. Warte mal, ich hab eine Idee. So, halt. Links? Warum geht die denn da nicht direkt nach links? Was ist denn mit ihr? Okay, und jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Hallo? Die ist auch wirklich, ne? Ach, bin ich froh? Kein Controller? Da guck, Rätsel gelöst. Verdammt, bin ich gut! Ich hab gewusst, ich hatte vollstes Vertrauen. Als ob. Ja. Also, ich mache nur den Technikerkram, das kennen wir ja schon, ne? Bei uns in der Familie sozusagen. Ja, und ich du bist der Türen oder was. Und Entertainer und. Ja, genau! Typ. Vor allen Dingen, es fällt ja gar nicht auf, ne? Dass auf einmal diese Trambahn oder wie man das auch nennen mag, auf einmal funktioniert und jemand da hochfährt. Ach ne, ach so! Die klettern nur drüber. Sind die blöd oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, nicht umgucken. Laufen, Mädel. Laufen. Was ist da? Hm? Hörst du das? Da kommt einer. Verstecken. LT. Ach, ich hätte LT dann drücken müssen. Gerade eben beim Zaun. Das ist die Greta Thunberg. Was? Die hat auch immer so einen gelben Kittel an. Ich lass mal nicht los, ne? Ja, genau. Weißt du, was mich der eher erinnert? Kennst du noch den Film Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger? Da war doch der Bösewicht auch der Regenmantel-Killer. Kenn ich irgendwelche Filme? Ja. Doch nicht. Auch die mit Arnie nicht unbedingt. Aber da hat viel geblinkelt. Ich weiß, ich wollte mich aber erstmal umgucken. Was das wohl ist? Das werden wir nie herausfinden. Ciao! Nein, Quatsch. Entschuldigung, konnte nicht widerstehen. Eine Warnung. Gefahrenstoff. Ja. Okay. Haben wir das auch geklärt? Lass mich raten. Natürlich. Du mich auch. Ich weigere mich, die Türen von der anderen Seite aufzumachen. Ich weigere mich einfach ab jetzt. Ich sehe das gar nicht mehr ein. Aber immerhin, es ergibt halt immer wieder so einen optimalen Kreis quasi, ja. Dass man dann von der anderen Seite auch wirklich zu der Tür kommt. Hey! Oder auch nicht. Oh. Oder es ist ein Fluchtweg. Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben, klar? So, ja, ich weiß, sage gleich mal was voraus. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen.
Ich sage, der Anführer hier jetzt quasi, der Matt, glaube ich, heißt er. Der macht das nicht freiwillig. Seine Familie ist auch in dem Hotel und wird gerade festgehalten. Hast du Höllenangst? Vielleicht. Was ist denn das? Ich habe doch keine Ahnung. Du kennst die ganzen Archetypen von den Horrorfilmen. Ah, hundertprozentig. Scheiße! Wir werden alle sterben! Jetzt geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark! Ich sag dir auch, der Regenmanteltyp ist kein Böser. Das ist verdammt steil. Das ist so dieses typische, wir machen mal überall jetzt so böse Spuren und dann sind sie es doch nicht. Einfühlsam? Das kann sein. Fröhlich. Soll ich dich Huckepack nehmen? Aha, sehr witzig. Mach mich beliebt. Nix da. Oh, Romanze? Nimm meine Hand. Nee. Bei mir gibt's keine Romanzen. Oh, langsam. Jetzt reiß dich zusammen. Fangen wir wieder damit an, ja? Ja. Sei kein Weichei. Haben wir dann eine Pussyparty? Richtig. Und? So schlimm? Ja. Hoffentlich gibt's einen anderen Rückweg. Na los, Prinzessin. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. Guck mal, der kriegt die Türen auf von der einen Seite. Tja, der hat mit Sicherheit auch einen Generalschlüssel. Aber das ist ja nur die eine Seite, es kommt nichts mehr raus. Es ist so auffällig, dass sie den jedes Mal ins Bild bringen, dass er als Bösewicht darstellen soll. Ist er nicht. Geht jeder Wette drauf ein. Das, wow. Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja. Vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Da wartet schon jemand. Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Ich mag sie jetzt schon alle. Seien Sie bitte vorsichtig. Ja, guck mal, wie aufgeregt der guckt. Der macht es nicht freiwillig. Der ist unter Druck. Das ist genial. Wow. Sieh nur. Ach, eher meinst du der? Das der Guide quasi, dass das ja, der Guide. Drin ist. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Wir haben doch dessen Familienfoto gefunden. Wir sind nicht vollzählig. Ah ja. Die sind hundertprozentig in dem Hotel. Und wird auf die Zimmer gebracht. Catchminker verbremst alles. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen oder eingefallen, dass er der Typ da auf dem Foto ist. Aber ja, jetzt wo du Blauer sagst, Rucksack. Weg. Machen Sie sich frisch, wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Das heißt, der spielt ja auch nur die Rolle. Der gehört ja das ganze Anwesen im Endeffekt gar nicht. Naja, der spielt eine Rolle. Besucher. Genau. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Ja, gehe ich auch von aus, Chrissy. Das soll alles so eine falsche Fährte legen. Das ist so dieses typische bei Horrorfilmen, Spielen und wie sie alle heißen. 0178. Sind es die Toten? So viele sind schon gestorben? Death Counter, wie in ja. Oh. Oh, die sieht ein bisschen so schrumpelig aus, oder? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Ist mir auch direkt sympathisch. Ja. Hauptsache, das Erste, was sie macht, ist Vorwürfe. Das ist, okay. So, diesmal weiß ich, wenn die Falltür kommt, drücke ich die Taste.
Also die Tochter ist ja schon mal da, ne? Also, du bist schreckhaft. Oh mein Gott, ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem... Mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist, einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was? 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay, dann viel Glück. Verlauf dich nicht. 187, oder? Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süßer. Also vielleicht nochmal um ganz kurz auf die Szene gerade eben. Nein, ich komme nicht drauf zurück. Tja, es ist gemütlich. Rechterstick. Ach so, rechterstick. Gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. Habe ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was hab ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh, ich war wach. Ich hab Kates Social-Media-Posts gelesen. Ach, diese Bitch. Okay, hass mich bitte nicht. Aber sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen, sie ist ein Roboter. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Guter gereifter Wein. Du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Aber nur, wenn sie getrunken hat. Du bist so tollpatschig. Was würde Charlie nur sagen? Ach, ich weiß. Na klar, dann steckt sie gleich in dein Bett fest, oder? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Ja, wo ist er denn? Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... Klappt echt gut. Ja, klar, du hast ein Asthma-Problem. Oder steuere ich die? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die steuere ich doch, oder? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Bist du dir sicher? Weil, ja, die Angst einzujagen hat wohl nicht geholfen, oder? Nein. Aber ernsthaft, ist nicht deine Schuld. Ich wollte... Ich versuche so zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Ich will mir das einreden. Aber Staub und Allergien und... Ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Also vergiss mal, dass du... Probierst du das echt? Ja, weil sie könnte das jetzt nicht holen. Jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist... Pika?
Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonne. Oh mein Gott, ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Das ist denn der Unterschied zwischen kokett und schelmisch? Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßer. Ist beides Gleiche? Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aaron. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Oh. Na komm. Wie geht's? Bist aber auch ein Romantiker. Ja, komm, hallo? Was wird das? Oh mein Gott, ich... Wie geht das mit? Oh, du Bitch. Ich verarsche dich doch nur. Ich will dich seit Monaten ihre küssen. Augen sind? Bloß Angst vor dem ersten Schritt. Ist mir aufgefallen? Ach guck, es geht doch. Oh, sorry. Ich muss ja mal für Snoopy ein bisschen eine Love Story mit einbauen. Ah, ich verstehe. Wer ist das? Die Tür ist zu, oder? Nee. Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja. Wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Reicht für ein Quickie. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Was für eine schwarze Zung folgt? Ja, dass du sagst, hey, wir treffen uns nachher um. Ach so. Naja. Fortsetzung folgt also? Ja. Auf jeden Fall. Viel Glück bei der Zimmersuche. Wollt sie nicht mitgehen? So nach dem Motto gemeinsames Zimmer suchen? Hat sich wohl gerade erledigt. Jetzt muss sie Kippen suchen, die andere. Komm, na komm los. Los. Hab ich's doch gesagt. Die fahren jetzt weg hier. Die flüchten. Tatsächlich. Die fahren nicht, die flüchten. Wo zur Hölle gehen die hin? Ich fahre nur mal zur Tankstelle Kippen holen. Na, dein Einsatz? Nein. Hui, ich muss sagen, der Anfang ist ein bisschen zäh.